Hier spricht wieder Ustra. Es geht weiter mit Resident Evil Remastered HD und ich war noch nicht speichern, das mache ich nämlich jetzt in der Aufnahme und ihr hört im Hintergrund, da ist eine relativ große Uhr am Ticken. Ich hätte das eigentlich nicht überschreiben sollen, weil wegen der Munition und so, aber man lernt während des Spiels und ich möchte auch gerne den Fortschritt während des Spiels lernen und nicht erst hinterher. Dieser Mann ist weg, der andere liegt noch da rum. Okay, warte mal, stopp mal, halt mal. Da an dem Kamin, ist da noch irgendwas interessant? Symbol mitnehmen. Okay. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Startbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden gezeigt, okay. Eine Einbuchtung zeigt, wo das Symbol vorher war. Also sollen wir das jetzt prüfen. Nicht untersuchen, sondern prüfen. Ja, es ist okay. Da ist eine Kerbe. Ist die irgendwie interessant? Keine besonderen Merkmale. Keine besonderen Merkmale. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Okay. Das hat mich jetzt nicht so weit gebracht, wie man denkt. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihrer ihr Schicksal frei. Okay, das ist auch interessant. Da ist noch irgendwie das Porzellan oder das gute Kristall, Shampoosglas umgefallen. Wer macht eigentlich hinter mir mal wieder die Türen zu? Ich würde die einfach auflassen. Wir können jetzt mal eben schauen, wo müssen wir hin. Also da ist eine blaue Tür. Rote Türen sind nicht untersucht oder sind die zu? Für immer. Also sind die nicht unter... Wir gucken mal eben. Hallo, geheime Tür. Die sind noch nicht untersucht. Okay. So, dann kann ich mal alles absuchen. Ich hoffe, wir treffen nicht auf weitere Unholde, denn das könnte ich nicht gebrauchen. Hallo. Gewehrmunition mitnehmen. Ja, hätte ich mal besser liegen lassen sollen. Ich habe gar kein Gewehr. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in der Form einer Pfeilspitze. Okay, das heißt, auch hier komme ich wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Ich höre keine Zombies da. Das heißt, ein zerbröckelter Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Ein zerbröckelter Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Okay. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, das heißt, Dietrich wird mir da zwar helfen, aber will ich irgendwie nicht. Warum auch immer. Huch, war das eine Motte? Dann mal wieder rein. Von dieser Seite sieht die Tür gar nicht mehr so interessant aus. Und schön. Gehen wir mal nach oben. Ist das jetzt auch noch auf meiner Karte drauf? Nein, das ist gänzlich anders. Okay. Hier gibt es eine große Tür und eine kleine Tür. Nehmen wir mal die große. Denn wir wissen nicht viel, außer dass wir Wesker suchen und Chris oder Barry oder wen auch immer. Alle am besten. Entschuldigen Sie. Oh, ein Verteidigungsdolch. Den nehme ich mit. Dolch mitnehmen, jawohl. Ja. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn umrundet. Ja, da ist ein Kristall drin. Ich wüsste gerne, wo Zombie-Meister hin ist. Ah ja, okay. Das heißt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Kann ich das noch ein bisschen in die? Okay, ja. Jetzt beeil dich, sonst müssen wir gleich doch gegen den Mann kämpfen. Patch. Ja, ich habe eine tolle Kugel und mein Supermesser hier. Zack. Jetzt haben wir mal ein super Verteidigungs-Item. Aber eigentlich können wir den erstmal. Ich meine, er tut uns ja nichts. Der stöhnt da jetzt rum und. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist auf die Tür eingraviert. Ist auch okay. Ja. Ich bin ja schon weg. Ist ja, ist deins. Ist dein Obergeschoss. Habe ich verstanden. So. Wie gesagt, eigentlich nicht so viel quatschen. Erstmal in diese
Sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Erstmal ein bisschen die Horrorstimmung. Sie können Verdunkelheit und Nebel nichts erkennen. Das ist auch sehr merkwürdig. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Gut. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol. Okay, das ist also... Wir haben schon mal wenigstens Türen gefunden, die mehr oder weniger das gleiche aussagen. Da ging auch nichts und da habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Okay, dann gehen wir nochmal hier rein. Ist nicht ganz so einfach. Ich weiß noch nicht, ob 15 Minuten Parts hierfür reichen werden. Das wird dann auch. Aber wir haben es ja nicht eilig. Na? Obwohl, ich denke mal, bei 15 Minuten ist man ein Schwertsymbol. Okay, das heißt, ein Schwertschlüssel wird uns hier ziemlich weit bringen. Mit 3 schon gefundenen Türen würde ich sagen, ja. Okay. Darunter brauchen wir nicht. Da ist auch ein Gitter gewesen. Da wird wahrscheinlich wieder irgendwas benötigt. Wir gehen mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er ja deswegen gesagt, ich muss die Untersuchung erst fortführen. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Ich will das gar nicht jetzt mehr so genau ergründen, denn, du weißt. Widerliches ist am Berg. Oh, mit dieser tickenden Uhr, ne? Ach, da ist ja noch was, genau. Wenn der Zombie jetzt nicht runterstürzt. Ein blauer Kristall, oder was das war? Blauer Edelstein mitnehmen. Ja. Nee, ich höre keinen Zombie, okay. Wie viel Speichermeister haben wir noch? Einmal Speichermeister haben wir noch. Oh, wir haben nicht mehr viel. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Der ist fertig damit. Die Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol. Okay, auch das wäre nicht schlecht. Hallo. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können Sie ihn anscheinend nicht betreten. Okay. Nope. Ominöse Treppe, nicht mit mir. Denn neben ganz vielen anderen Sachen, die ich nicht habe, habe ich vor allen Dingen keine Munition. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Ihm ist anscheinend etwas an die Gurgel gegangen. Hahaha, witzig. Wir gehen mal hier lang. Also, so hätte ich es nicht beschrieben. Mehr Taschenplatz ist ja eine Sache. Oh, das, oh dieses, diese Szene sieht äußerst nice aus, aber auch gleichzeitig. Ich habe Angst vor Fenstern. Oh ja! Gib Mama Pistolenmunition. Eine Leiche liegt auf dem Boden. Als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Henker ist in diesem Haus vorgefallen? Ja, das will ich auch wissen, deswegen bin ich ja hier. Grünes Kraut mitnehmen. Ja, okay. Wir müssen jetzt mal eben überlegen, was wir machen. Wir werden... Ich werde es kombinieren. Und ach, jetzt habe ich einen Schuss übrig. Wirklich? Na gut, das grüne Kraut, das kriegt ja nicht auf einmal Beine und läuft weg. Also lassen wir das. Eine Tür. Ah, wie schön. Ah, das ist immer so richtig, ich weiß nicht. Steht da einer im Spiegel hinten, würde ich sagen, ja. Bewegt er sich auch? Ja, der bewegt sich. Guck dir das an. Aber... Ist der tot? Kann ich den untersuchen? Niemand weiß es. Okay, das ist natürlich schlecht. Schön, schön gemacht mit den Spiegeln. Also mache ich jetzt einfach Blam oder was? Wir gehen hier in die Ecke machen Blam? Blam, Blam, Blam? Also zum Beispiel so. War nicht schlecht, oder? Aber der wird wieder aufstehen. Wir bleiben mal hier stehen. Ja, der steht wieder auf, natürlich. Blam.
Slam. Müssen wir immer die Waffen wechseln? Ist ein bisschen, jetzt ein bisschen, müssen so ein bisschen. Ah ne, der ist, wie auch schon bei Resident, also, was ich öfter gespielt habe, ist Resident Evil 2. Wenn der blutet, dann ist auch gut. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Da scheint kein Untoter mehr zu sein. Okay. Oh, aha. Nee. Ach, jetzt habe ich wieder 100.000 Sachen dabei und ich weiß es nicht, was ich nehmen soll. So ein Dreck. Das ist Pistol-Muni. Mitnehmen, ja, definitiv. Und jetzt überlegt mal, wir wären mit Chris hier. Der könnte jetzt schon immer die Hälfte der Sachen tragen. Ich möchte bitte in mein Inventar, dankeschön. Schön. Ich könnte das Kraut essen, aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Das ist so viel wert. War das mein Schatten oder deren Schatten? Das war mein Schatten, okay. Ich werde schon leicht nervös. Muss man ja mal sagen. So, das heißt, von da aus komme ich auch nach oben. Okay, das ist schon mal schön zu wissen. Aber was mache ich jetzt mit dem Pfeil? Ich werfe auf jeden Fall nicht meinen einzigen Speichermeister noch mit, den ich dabei habe. Ich könnte das grüne Kraut wegschmeißen, denn ich schlage mich gerade gegen die Zombies nicht so schlecht. Mehr Objekte können sie nicht tragen, dankeschön. Ich schlage mich gerade gegen die Zombies nicht so schlecht. Da könnte ich einfach mal so, bam. Ein bisschen mit Leben protzen. Denn mich hat noch nichts berührt. Und dieser Pfeil sieht doch so aus, als ob man den prüfen kann. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Okay, also diese Pfeilspitze haben wir. Da wissen wir, wo wir die hin tun müssen. Oben raus ist natürlich jetzt blöd, denn oben raus wissen wir, da wartet jemand auf uns. Nämlich kein freundlicher Gesell. Das mit den Spiegeln ist echt geil. Ich hoffe, der bleibt liegen auf ewig. Wir können da irgendwie auch noch weitergehen. Aber ich habe Angst, dass der mich angreift. Und mir in die Hacken haut. Auf der anderen Seite habe ich noch mal einen super Dolch dabei. Hier ist sehr ruhig. Oh, hallo. Das sieht sehr verstörend aus. Da ist was, ich kann nichts mehr mitnehmen. Brauche ich auch gar nicht angucken. Hier ist eine Tür. Dankeschön, Inventar. Die Tür ist verschlossen, ein Helm-Symbol ist okay. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht. Und hier haben wir einen Schlüssel. Und da wäre wahrscheinlich auch egal welchen. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Okay, das heißt, da gibt es da nicht mehr viel zu wissen. Wir gehen mal wieder weg. Denn auch selbst wenn ich den Schlüssel mitnehmen könnte, im Tod möchte ich es nicht unbedingt. Bringt mir das auch nichts. Das war ein sehr ekliges Türgeräusch, fand ich. Ach, schon wieder. So, an dem rennen wir mal vorbei. Oh, ich hasse Fenster. Ich erinnere mich immer wieder an Resident Evil 2 und das ist auch die Stelle, wo ich dann keinen Bock mehr habe, ist, wenn man an diesem Gang langlaufen muss, wo die vielen Fenster wollen die Arme durch. Greifen. Und genau so, finde ich, ist es hier auch. Eine Schikane. Wir können nichts mehr mitnehmen. Und aus diesem Grund würde ich sagen, wir werden die Pfeilspitze mal wegbringen. Und wir gehen extra den etwas längeren Weg, denn so müssen wir nicht oben lang und eventuell noch ein bisschen schießen. Denn mir ist es eigentlich egal, ob der Zombie wieder oben rumläuft oder nicht, solange er mich nicht irgendwie stört. Ja, Barry wollte auch wieder in der Halle auftreten und eigentlich da lang laufen, wo ich jetzt gerade auch kontrolliert habe, dass da nichts ist. Und der scheint weg zu sein. Oder wir verpassen uns immer gerade. Oder er hat irgendwelche Schlüssel, die ich nicht besitze. Das ist eine Motte, oder? Die da immer rumflattert. Ich weiß es nicht. Ich liebe die Geräuschkulisse einfach. Und ich liebe gute Sounds. Nein, ich will nicht da lang. Dankeschön. Ich will genau da lang.
um hier die Fallspitze wegzuräumen. Ein Grab, ja, hier ist eine, ja, okay. Okay, muss ich vom Inventar aus machen. Auch das können wir gerne tun. Zack. Da hast du deinen Pfeil. Und jetzt geht es wieder Treppen runter anscheinend. Das ist gut. Und es hört sich nicht gut an. Was gibt es hier zu entdecken? Das sieht ominös aus. Habe ich Taschenplatz? Da glitzert irgendwas. Ja. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchung mitnehmen. Ja, okay, nehme ich mit. Die folgende Inschrift ist in die Einbuchtung eingraviert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle eines Mundes. Okay, also hier verschiedene Statuen, oder was? In einem Filmchen. Eine Steinstatue, eine Nase, damit schon Augen und Ohren oder so. Ist mir auch relativ. Wir können das Buch ja mal untersuchen. Kombinieren möchte ich das nicht. Nein, ich möchte es prüfen. Und zwar möchte ich das eventuell aufmachen. Kann man das, wenn ich so mache? Es trägt den Titel Buch der Verfluchung. In dem Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen, ja. Sie haben folgendes. Hausschlüssel. Buch der Verfluchung. Kann man jetzt noch lesen. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Das ist nicht so geil. Wir haben einen Hausschlüssel. Den prüfen wir auch nochmal. Und gucken mal, was das für eine ist. Keine besonderen Merkmale. Hausschlüssel. Okay, vielleicht muss ich den drehen. Ah, ein Schwert ist darin eingraviert. Okay, das heißt, das Ding ist ein Schwertschlüssel. Und das hört sich doch erstmal ganz gut an. Denn Schwertschlüssel heißt drei Türen, die wir öffnen können. Mindestens drei Türen. Und wir kommen gut weiter. Gleichzeitig ist es auch wieder Zeit, glaube ich, einmal den Speicherettenbären zur Rate zu ziehen. Denn wir haben viel Plus gemacht an Weg. Ich will nicht so oft speichern. Nämlich das auch ist begrenzt. Wenn ich gleich die letzte Speicherrolle benutzt habe, dann ist auch nichts mehr mit Speichern. Tim Tam Tum. Speichern geht's. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Resident Evil in der netten Villa. Und dann schauen wir mal, wo alles unser Schlüssel hineinpasst. Freut euch drauf, lasst doch einen Daumen da für das Projekt oder abonniert den Kanal oder favorisiert diese Playlist. Dann wisst ihr immer, wann die neue Folge kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.